Heute spreche ich wieder über eins meiner absoluten Lieblingsspiele, und zwar Meeple Circus. Und ich nenne euch 5 Gründe, warum ihr euch das mal näher anschauen solltet. Seid mir gegrüßt, ich bin Thomas von Better Board Games und heute präsentiere ich euch wieder eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Mittlerweile ist 5 Gründe, warum ich dieses Spiel liebe, ja eine ganze Videoserie geworden. Die Playlist umfasst mittlerweile schon ein Dutzend Spiele. Schaut da gerne mal rein, denn das sind alles Spiele, die ich für besonders halte und die mir wirklich sehr am Herzen liegen, die ich auch also wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Heute geht es um Meeple Circus, ein Geschicklichkeitsspiel für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von etwa 45 Minuten. Ist ein Spiel von Cedric Millet, erschienen bei Matago, bei uns im Pegasus Verlag vertrieben, und das ist ein Spiel, bei dem wir alle in die Rolle von Zirkusdirektoren schlüpfen und wir versuchen über 3 Runden unsere eigene Zirkusvorstellung aufzubauen. Das machen wir dadurch, dass wir in jeder Runde neue Meeple bekommen, also neue Artisten, neue Tiere, neues Equipment, und dann während den Aufführungen versuchen eben möglichst waghalsige Konstruktionen zu bauen. Da kommt dieses Geschicklichkeitselement zum Tragen, und das machen wir einmal, weil wir die Bedürfnisse der Zuschauer befriedigen wollen. Da liegen immer 4 Karten aus. Da steht drauf, was die Zuschauer gern sehen würden und wie viele Applauspunkte es dann gibt, wenn wir das erreichen können. Darüber hinaus bekommen wir auch Punkte für die Artisten, je nachdem, wo wir die positionieren. Also die Blauen wollen zum Beispiel eher auf der Manege stehen, die Gelben wollen eben gerade nicht den Boden berühren, die Roten möchten möglichst weit oben stehen. Da gibt es auch so ein schönes, cooles Lineal, mit dem man dann eben schaut, wie hoch man gebaut hat und wie viele Punkte dann diese roten Meeple wert sind. Und dann kommen im Laufe des Spiels noch ein paar extra Sachen dazu, die einem noch auf andere Arten und Weisen Punkte geben. Und wer am Ende von 3 Runden dann die meisten Applauspunkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Für mich ist Meeple Circus wirklich ein ganz besonderes Geschicklichkeitsspiel, und das kann ich an 5 Gründen festmachen, die wir uns jetzt mal näher anschauen. Der erste Grund, warum Meeple Circus mich von Anfang an begeistert hat, sind die Komponenten. Also wenn ihr euch das mal einfach anschaut, das sind wirklich ganz, ganz viele Artisten, Tiere, verschiedene Equipmentteile, Fässer und diese Planken und diese Bälle, die einfach irgendwie schon echt was hermachen, wenn man sie nur anschaut. Am Anfang muss man natürlich die erstmal mit Stickern bekleben, das ist ein bisschen Arbeit, wenn man die ganzen Sachen aus der Schachtel holt, aber dann hat man einfach schon richtig Bock, mit diesen Spielfiguren zu spielen. Und die Tatsache, dass man da nicht einfach nur irgendwas aufeinander stapelt, wie in anderen Geschicklichkeitsspielen, sondern ich einfach eine Geschichte damit verbinde. Also die Motivation, die sollen da ja deswegen in einer bestimmten Konfiguration aufgebaut werden, weil die ja eine Nummer aufführen, weil die ein Kunststück darbieten und ich eben halt versuchen will, dass das irgendwie möglichst gut gelingt. Das spricht mich total an. Was auch echt gut ist an den Sachen, die sind wirklich so geschnitzt und geformt, dass die auch wirklich gut aufeinander halten. Also man kann wirklich ganz, ganz waghalsige Sachen bauen. Man kann richtig schön in die Höhe bauen. Ich habe da schon Leute gesehen, die tatsächlich irgendwie dieses Metermaß, was da mitkommt, auch ausgereizt haben. Und ja, also die Komponentenqualität ist wirklich toll und es ist einfach schon ein Hingucker, wenn man die Schachtel aufmacht. Der zweite Grund, warum mir Meeple Circus so gut gefällt, ist wahrscheinlich der entscheidende. Und zwar ist das Spiel im Kern ein Geschicklichkeitsspiel. Das ist gar keine Frage. Aber da kommen auch noch einfach andere Komponenten dazu. Da ist ganz schön viel Taktik auch mit drin. Ich habe viele Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten. Bei anderen Geschicklichkeitsspielen ist es ja oft so, man wird einfach dann, wenn man dran ist, vor eine bestimmte Situation gesetzt. Und man muss dann zum Beispiel das nächste Jenga-Klötzchen rausziehen und oben irgendwie draufbauen. Und ja, dann kann man sich noch überlegen, wo man das rauszieht. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ klar, was zu tun ist. Und da kommen auch manchmal etwas unfaire Situationen zustande, weil halt jemand einfach mit einer etwas schwierigeren Situation konfrontiert ist und dann muss er das halt einfach machen. Bei Meeple Circus hat man wahnsinnig viele Entscheidungsmöglichkeiten. In jeder Runde überlege ich mir, was möchte ich denn an neuen Meeplen, also an Artisten und Tieren und Equipment und Sachen, für mich in mein Repertoire irgendwie mit reinnehmen. Und das kann ich mir überlegen. Also ich kann also gucken, was wollen denn die Zuschauer, was steht auf den Karten drauf, was brauche ich dafür und was hole ich mir jetzt an Sachen. Man kann auch bewusst sagen, ja, ich nehme vielleicht die Komponenten, die ich brauche, um auf die möglichst schwierigen Sachen zu gehen. Oder ich mache vielleicht irgendwie Sachen, die etwas einfacher sind, aber da mache ich wenigstens definitiv diese Punkte. Man kann auch anderen Leuten wirklich was wegnehmen. Also angenommen, du brauchst für eine bestimmte Aufführung einen Elefanten und du bist der Einzige, der einen hat. Und jetzt ist in der Runde 2 in der Aussage wieder die Möglichkeit, dass ein Elefant sich geholt werden kann. Dann hole ich mir den halt einfach. Und zwar nicht deswegen, weil ich den unbedingt brauche, sondern einfach nur, damit ich den anderen Leuten verweigere. Und dann können die den halt nicht nutzen und können einfach diese Punkte überhaupt gar nicht erst holen.
Lauter solche Gedanken sind da irgendwie mit drin. Ich kann auch bei jeder Aufführung, die ich mache, überlegen, möchte ich jetzt irgendwie möglichst hoch bauen? Ja, dafür gibt es irgendwie tolle Punkte, aber das ist natürlich riskant. Ja? Oder möchte ich irgendwie versuchen, möglichst viele von den Aufgaben lösen? Und ich selber bestimme so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, mit dem ich da arbeite. Und das heißt, auch wenn ich vielleicht dann nicht so viele Punkte mache, weil ich irgendwie gesagt habe, gut, ich bin halt nicht so der wagemutigste Typ, fühlt sich das dann trotzdem für jeden Spieler cool an, wenn er das, was er sich vorgenommen hat, dann auch umsetzen kann. Und diese frustrierenden Momente, wo einfach dann wieder alles zusammenbricht. Die gibt es in dem Spiel schon auch, aber die hat man relativ gut unter Kontrolle. Und das ist was, was dieses Geschicklichkeitsspiel, finde ich, von anderen Geschicklichkeitsspielen deutlich abhebt. Grund Nummer 3, warum mir Meeple Circus so gut gefällt, ist diese eingebaute Dramaturgie. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen über 3 Runden und in jeder Runde bekommen wir eben halt neue Meeple, neue Artisten, neue Tiere, neues Equipment, was wir dann quasi unserem Staff im Zirkus hinzufügen können. Und wir geben die am Ende der Runde nicht ab, sondern wir behalten die dann für die nächste Runde. Also unser Portfolio an Sachen, die wir machen können, wird von Runde zu Runde größer. Das heißt also auch, in der ersten Runde haben wir noch relativ wenig Material und dadurch sind natürlich die Kunststücke, die wir machen, auch relativ einfach. Das heißt, am Anfang, in der ersten Runde, ist der Schwierigkeitsgrad auch noch nicht so hoch. Und dann in der zweiten Runde kriegen wir mehr Zeug und in der dritten Runde dann noch mehr. Und dadurch wird einfach die Vorstellung, die wir machen, wird immer größer, immer epischer und natürlich der Schwierigkeitsgrad steigt auch an. Und auch das ist das Coole. Diese Zuschauerwünsche, die ändern sich ja nur marginal im Laufe des Spiels. Und so können wir quasi in den ersten beiden Runden halt auch immer üben. Also wir bereiten sozusagen dann unsere große Vorstellung am Ende vor und haben halt mehrere Durchläufe, bei denen wir halt irgendwie gucken können, hält denn das irgendwie so, wie wir uns das vorstellen? Und das ist wirklich was sehr befriedigend ist. Also das fühlt sich wirklich cool an, weil wir haben erst am Ende so diesen großen Druck, dass wir unsere große Aufführung machen. Was nämlich auch noch dazu kommt, ist, dass die ersten beiden Runden parallel gespielt werden. Das heißt, alle bauen halt dann gleichzeitig ihre Sachen auf und dann geht man der Reihe nach die Wertung durch. Aber im großen Finale, da schaut es anders aus. Da bauen wir dann quasi nacheinander mit Musik, die von einer App kommt, unsere große Darbietung auf. Und da gucken uns alle anderen auch zu. Das heißt, der Druck ist dann noch größer. Und wir haben dann quasi mit zur Musik auch oft noch eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Also während in der zweiten Runde so Spezialartisten reinkommen, die also quasi immer nur einmal im Spiel vorkommen, sodass jede Zirkusvorstellung so ein bisschen was anderes irgendwie als Flavor hat, kommen in der dritten Runde dann noch so Spezialaufgaben mit rein. Das sind diese blauen Karten und da heißt zum Beispiel, dass wir dann unsere große Schlussdarbietung machen, dass wir zum Beispiel immer, wenn das Becken kommt, irgendwie aufstehen müssen und uns verbeugen müssen. Oder dass wir während dem ganzen Ding dauernd mitsingen müssen. Oder dass wir mit unserer nicht dominanten Hand bauen müssen, um das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Oder uns ein Auge zuhalten müssen. Also da kommen irgendwie spezielle Voraussetzungen noch irgendwie, die wir versuchen können zu erfüllen, weil die extra Punkte geben. Und das machen wir eben unter dem Druck der ganzen anderen Mitspieler, die uns dabei zuschauen. Und das gibt insgesamt über die Dauer des Spiels wirklich eine richtig coole Dramaturgie. Es geht langsam los, wir können so richtig schön smooth einsteigen und am Ende kommt das große Spektakel. Der vierte Grund ist mehr oder weniger so eine Kumulation aus den Sachen, die ich davor genannt habe. Nämlich all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, macht Meeple Circus zu einem unfassbar thematischen Spielerlebnis. Viele Geschicklichkeitsspiele sind sehr abstrakt. Es geht darum, dass man irgendwelche Klötzchen halt irgendwie aufeinander schichtet oder irgendwie balanciert und irgendwas Cooles damit macht. Aber bei Meeple Circus bin ich echt total im Thema drin. Ich fühle mich wirklich wie der Zirkusdirektor, der Anweisungen gibt, wie was zu machen ist, was wir vielleicht als nächstes für ein akrobatisches Stück überhaupt proben, welche Leute wir vielleicht dazu neu engagieren müssen. Ich kann selber bestimmen, wie möchte ich meinen Zirkus ausrichten, brauche ich irgendwie den großen bengalischen Tiger oder möchte ich irgendwie die Seiltänzerin haben. Und das fühlt sich wirklich so an, gerade dadurch, dass diese Dramaturgie eben drin ist und wir am Ende diese große Aufführung machen, als wäre ich ein Zirkusdirektor, der in dieser wunderschönen Zirkuswelt arbeitet. Und das ist ein thematischer Leckerbissen, den ich jetzt von anderen geschickt Spielen so nicht kenne und deswegen schätze ich das am Meeple Circus sehr. Grund Nummer 5, warum mir Meeple Circus so gut gefällt, ist tatsächlich eher eine Kleinigkeit, die aber finde ich ganz entscheidend ist. Und zwar, dass man den Schwierigkeitsgrad und das Spielgefühl selber als Spieler und als Gruppe ganz gut lenken kann. Ich habe ja schon gesagt, dass man in der fünften Runde dann so spezielle Aufgaben noch zu erfüllen hat. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Arten von Aufgaben. Es gibt einmal die, die einfach nur dieses Geschicklichkeitselement schwieriger machen. Also wo es wirklich echt eine ganz schöne Herausforderung ist, da diese Sachen aufeinander zu stapeln, wenn man quasi nur mit einem Auge hinschauen darf und die linke Hand nehmen muss, wenn man Rechtshänder ist. Es gibt aber auch eher die Aufgaben, die so ein bisschen so dieses Showmanship verkörpern. Also, dass man irgendwie, wie gesagt, singen muss oder irgendwie die ganze Zeit und hopp sagen muss, wenn man irgendwie das nächste Tier aufstellt.
Da macht man sich so ein bisschen zum Affen. Und es gibt Spielgruppen, die finden das irgendwie witzig. Und es gibt auch welche, die finden das halt eher vielleicht ein bisschen albern. Und das Schöne ist eben, man kann als Spielgruppe am Anfang halt bestimmen, welche von diesen Karten man mit reinnimmt. Also man kann entweder sagen, ja, wir brauchen irgendwie die krasse Herausforderung in der Geschicklichkeit, aber wir wollen uns irgendwie nicht so zum Affen machen. Dann lässt man halt die Karten raus. Oder man sagt so, nee, also wir haben eh alle so zittrige Hände. Wir haben kein Problem damit, ein bisschen Spaß zu machen. Aber diese ganz krassen Geschicklichkeitsdinger, das ist nicht so unser Ding. Dann kann man auch die rauslassen. Oder wenn man eben mit allen Karten spielt, dann hat man eben als Spieler selber die Entscheidung, wenn man dann am Zug ist in der letzten Runde, zu überlegen, ja, was will ich denn quasi mir persönlich aufbürden? Möchte ich quasi jetzt eher irgendwie den Lustigen irgendwie geben und die Leute unterhalten und dafür Punkte holen? Oder möchte ich irgendwie eine besonders krasse Herausforderung und mich dann freuen, dass ich irgendwie diesen Turm so hoch gebaut habe? Und das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es total schön, dass das Spiel es anbietet, dass man eben halt nicht dazu genötigt wird, irgendwie ein bestimmtes Spielgefühl da irgendwie zu erzeugen, weil ich halt weiß, dass gerade Geschicklichkeitsspiele so eine Sache sind, die liegen halt nicht jedem. Und gerade irgendwie dieses Rumalbern am Tisch ist auch nicht für jedermann was. Und Meeple Circus gibt einem die Möglichkeit, dass man das als Gruppe und als Einzelspieler so ein bisschen justiert. Und das finde ich ehrlich gesagt persönlich sehr schön, weil ich glaube, dass es dadurch einfach noch mehr Leute anspricht und man das Spiel einfach sehr gut der Situation und den Mitspielern anpassen kann. Das waren meine 5 Gründe, warum ich Meeple Circus so schätze und warum es eins meiner Lieblingsgeschicklichkeitsspiele ist. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video ganz gut dieses Spielgefühl vermitteln. Schaut euch gerne irgendwie noch die anderen Videos aus der Reihe an. 5 Gründe, warum ich dieses Spiel liebe. Wie gesagt, das sind ganz, ganz tolle Spiele dabei, die mir persönlich sehr am Herzen liegen und die man sich als Fan von Brettspielen echt mal anschauen sollte. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!